Oh, es ist wieder diese Zeit. Willkommen zu einem neuen Video und heute will ich über etwas reden, worüber ich eigentlich schon seit Ewigkeiten reden will. Jedoch bin ich nie dazu gekommen. Und zwar über die Frage, warum ist Mario 64 so gruselig? Und ich weiß, was jetzt viele sagen werden. Wo zur Hölle soll dieses Spiel gruselig sein? Das ist einfach nur ein altes Game für die Nintendo 64. Aber denk mal an Wet Dry World. Denk mal an das Piano. Denk mal an die Endless Stairs. Und jetzt schaut euch alle Mario Hauptteile an und sagt mir, welches ist am, in Anführungsstrichen, düstersten? Ist es Mario Sunshine? Mario Galaxy? Mario Odyssey? Oder dieses Game? Ich glaube, wir sind uns alle einig. Mario 64 ist mein allererstes 3D-Spiel. Denn als ich mit 6 Jahren nach Deutschland gezogen bin, erhielt ich dieses Game. Es hat mich damals zwar extrem geprägt, aber ehrlicherweise auch ein paar Mal erschrocken. Und offensichtlich bin ich nicht der Einzige. Es gibt viele Videos auf YouTube von Leuten, die der Meinung sind, dass Mario 64 eigentlich schon ziemlich creepy ist. Aber warum eigentlich? Beginnen wir doch mal mit der Gesamtatmosphäre. Heutige Spiele haben im Gegensatz zu damals eine solide Grafik. Sie haben eine starke Auflösung, viele Polygone, scharfe Texturen und stellen im Grunde zumindest meistens das dar, was sie darstellen wollen. Aber damals war das alles ein bisschen limitierter. Mario 64 hat, wie wir wissen, eine veraltete Grafik und sieht dadurch manchmal ein bisschen komisch aus, merkwürdig. Was man dem Spiel aber nicht vorwerfen kann, denn es gehört zu den ersten 3D-Spielen und kam 96 in Japan raus. Die Auflösung war auch nicht unbedingt die beste. Klar, auf einem Emulator kann das ganze Spiel so aussehen. Aber für uns sah das damals so aus. Und das ist der Grund, warum man sich immer noch viel auf Vorstellungskraft verlassen musste. Im Gegensatz zu heute. Heute ist es kaum noch so. Dadurch wirkte das ganze Spiel so ein bisschen, naja, dreamy. Und die Tatsache, dass die Texturen super verwaschen aussahen, half dem nicht wirklich. Und überhaupt, was sind das für Texturen? Bei Mario-Spielen ist man es ja gewohnt, dass alles so ein bisschen cartoony aussieht. Aber das hier ist ja nicht wirklich cartoony, oder? Im Laufe der Jahre hat man herausgefunden, dass es wirklich ausgeschnittene Bilder sind von Stock-Footage-Fotos, die tatsächlich Dinge aus dem realen Leben darstellen. Vielleicht trägt diese Tatsache dazu bei, dass alles ein bisschen realistischer oder düsterer wirkt. Apropos düster, gebt euch mal das Painting von dem Lava-Level. Was ist das? Ich meine, es sieht nicht mal aus wie ein Mario-Gegner. Das könnte ja eher so ein realistischer Feuer-Dämon sein. Kommt so ein Gegner überhaupt vor? Warum sieht das so gruselig aus? Das ist aber nicht das Einzige, das gruselig aussieht. Achtet mal auf die ganzen Gegner von Mario 64. Fangen wir bei dem Aal in Jolly Roger Bay an. Ich hatte als Kind solche Angst vor dem Vieh. Wie kann man so creepy und gleichzeitig so leblos aussehen? Und leblos ist ein gutes Stichwort. Irgendwie trifft das auf fast alle Gegner zu. Viele Gegner haben keine Pupillen. Wumms haben zwar einen, aber auch das sieht super scary aus. Wumms aus der Beta-Version sehen lediglich ein bisschen wütend aus. Aber irgendjemand bei Nintendo hat sich dazu entschieden, daraus Nightmare Fuel zu machen. Und ihr kennt doch Pokies aus dem Mario-Universum, oder? Normalerweise sehen die so aus. In Mario 64? Was ist das? Und was sind diese Plattformen im Wüstenlevel, wo Gesichter draufgemalt wurden? Leben sie? Oder sind das Roboter? Apropos Roboter, ich finde irgendwie fast jeder Gegner in Mario 64 wirkt wie ein Roboter, also so richtig leblos. Und bei Bowser brauche ich gar nicht erst anfangen, der sieht auch heller scary aus. Die gesamte Atmosphäre ist ein bisschen düsterer und manchmal wirkt es so, als wäre man in einem Traum oder so. Und bei der Beta-Version ist es noch extremer. Habt ihr euch mal die Beta-Aufnahmen von Mario 64 angeguckt? Keine Ahnung, ob es einfach nur die schlechte Qualität ist, aber ich finde, das wirkt zum Teil noch mehr fiebertraummäßig. Ich gebe zu, das sind bis jetzt nicht wirklich alles große Sachen, aber lasst uns doch mal die Overworld analysieren. Versucht mal kurz an andere Mario-Spiele zu denken. Zum Beispiel New Super Mario Bros. Wie habt ihr den Anfang des Spiels im Kopf? Ich persönlich? Lebhaft und musikalisch. Mario 64 hingegen? Man springt aus einer grünen Pipe und es sieht so aus, als wäre das der Anfang eines heftigen Abenteuers. Dann steht man da. Es ertönt keine Musik. Das Einzige, was man hört, ist ein bisschen Vögelgezwitscher. Und es ist auch niemand da. Das Einzige, was man finden kann, sind ein paar Vögel. Ein paar Schmetterlinge und Fische im Wasser. Aber ansonsten ist man völlig alleine. Ganz anders als bei Mario Galaxy. Danach geht man irgendwann ins Schloss rein, denkt sich, okay, mal gucken, was da abgeht und wird plötzlich damit konfrontiert. Wow! Ich kann mich sogar actually erinnern, wie ich mich als Kind deswegen erschrocken habe, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Endlich ist man nicht mehr alleine, denn da steht ein Toad, der dir erklärt, dass sie in den Wänden des Schlosses gefangen sind. Jetzt ergibt Sinn, warum dieser Song Inside the Castle Walls heißt. Aber seriously, was bedeutet das? Dass sie alle in den Wänden gefangen sind wegen Bowser? Wird Toad deswegen zum Geist, nachdem er mit ihm gesprochen hat? Weil er nicht wirklich da ist? Oder haben die eine Art Hausarrest und kommen wegen Bowser nicht mehr aus dem Schloss raus und so ist das gemeint? Auf jeden Fall ist dieses Schloss echt seltsam, wenn man darüber nachdenkt. Du hast zum Beispiel diesen Gang und am Ende des Flurs ist ein Porträt von Peach. Man denkt sich als Kind, oh, wenn ich da reinspringe, dann bin ich bei Peach. Und je näher du diesem Porträt kommst, desto mehr verwandelt es sich in ein Bild von Bowser. Und plötzlich fällst du durch den Boden. Wir haben hier eine Art
Jumpscare. Oder was ist mit diesem Flur? Am Anfang wirkt es wie ein ganz normaler Flur, der zum Schlossgarten führt. Aber nach einer bestimmten Anzahl von Sternen chillt da auf einmal ein Geist und starrt ihr in die Seele. Als Kind habe ich mich erst nicht getraut, da hinzugehen, weil ich mir dachte, wenn ich diesem Geist näher komme, dann fliegt es sturstracks auf mich zu und tötet mich. Oder erschreckt mich. Aber es verschwindet hinter die Tür und im Schlossgarten sind plötzlich überall Boos. Aber die Boos sind ja nicht mal das Weirde, sondern diese Sternstatue. Es gibt super viele Mythen um diese Sternstatue. Das bekannteste ist Alice Real, ihr wisst Bescheid. Man hat relativ viel ausprobiert, aber es passierte nichts. Und man dachte sich, warum hat ausgerechnet das kein Geheimnis? Mare 64 ist voller Geheimnisse. Zum Beispiel im Wumms Fortress. Wusstet ihr, dass hier ein Leben ist? Und bei dieser Sternstatue soll gar nichts los sein, oder was? Aber am gruseligsten fand ich als Kind die sogenannten Endless Stairs. Die letzte Tür sagt euch, dass ihr 70 Sterne braucht, um da durchzukommen. Aber lässt euch irgendwie trotzdem rein? Beim ersten Mal denkt man sich natürlich, hä? Ist mein Spiel kaputt? Das Ganze wird auch noch begleitet von dieser Melodie. Kleiner Funfact, das, was die Melodie macht, ist der sogenannte Shepherd Tone. Eine Illusion, die euch das Gefühl gibt, dass die Melodie immer höher geht, obwohl es nicht wirklich der Fall ist. Wenn ich darüber nachdenke, spielt die Overworld viel mit Illusionen. Wie zum Beispiel hier, vor dem Eingang von Tiny Huge Island. Am Anfang sieht das so aus, als wären alle Porträts gleich weit weg, aber das stimmt nicht. Hier links und hier rechts. Alles in allem gibt die Overworld einen sehr mystischen Vibe. Nun kommen wir zu einer Kategorie, die ein bisschen krasser ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es euch bewusst ist, aber Mario 64 ist im Gegensatz zu anderen Mario-Spielen ziemlich brutal. Fangen wir doch einfach mal mit der allerersten Welt an. Bob Omb's Battlefield, die allererste Mission. Der Kampf gegen Bob Omb King. Ist euch mal aufgefallen, dass hier unten zwei Kugeln rollen? Merkt euch das. Ihr bekämpft den Bob Omb King auf dem Gipfel. Aber was passiert, nachdem ihr ihn besiegt habt? Ist er tot? Die Antwort lautet, ja. Denn nachdem man ihn besiegt hat und er explodiert ist, rollen hier auf einmal drei große Kugeln. Und wir wissen alle, was das bedeutet. Die leere Leichenhülle von Bob Omb King dazu verdammt, für immer nach links und rechts zu rollen. Mario tut auch anderen Kreaturen wirklich weh. Sei es der Hase Mips oder dieser kleine Affe. Mips beschwert sich, dass Mario ihm wirklich wehtun würde. Und der kleine Affe sagt sogar, dass Mario ihn gerade erwürgt. Das sind so Dialoge, die man von einem Mario-Spiel absolut nicht gewöhnt ist. Und wenn ihr dachtet, das war schon, was ist beispielsweise mit Nessie? Man zwingt Nessie dazu, den Kopf nach unten zu lehnen, indem man eine Stampfattacke auf ihr ausführt. Indem man sie bewusst verletzt. Und den Sound macht sie dabei. Schon krass, wenn man darüber nachdenkt. Und was ist mit dem Wiggler-Boss? Man flutet absichtlich sein Zuhause. Geht rein. Der Wiggler beschwert sich zu Recht, dass man sein Haus ruiniert hat. Und was macht Mario daraufhin? Bekämpft ihn für einen Stern. Doch nun kommt das Heftigste. Und das ist so eine Sache, die ich tatsächlich irgendwie verdrängt habe. Marios Todesanimation. Sind echte Todesanimationen. Wenn man zum Beispiel in Mario Odyssey stirbt, dann macht Mario eine Oh, das tat weh Animation und fällt aus dem Bild. In Mario 64 sieht das Ganze hingegen so aus. Oder so. Oder so. Aber am schlimmsten finde ich zum einen die Giftgrotte, weil man sieht erst, wie Mario die ganze Zeit husten muss und dann so richtig erstickt. Und zum anderen das Sterben unter Wasser. Man sieht erst, wie Mario verzweifelt versucht, irgendwie an Luft zu kommen und dann einfach ertrinkt. Es ist schon mehr realistisch, als es sein sollte. In diesem Abschnitt wollte ich noch drei Level ansprechen, die mir besonders aufgefallen sind. Fangen wir an mit dem Geisterlevel. Big Boo's Mansion. Muss ich zu der Musik irgendetwas sagen? So klingt es bei Mario 3D World. So bei New Super Mario Bros. Und so bei Mario 64. Ich glaube, das ist unironisch der gruseligste Track, den ich je in einem Videospiel gehört habe. Was zur Hölle. Und zu den Gegnern kann ich nur sagen, die Boos sind nicht gruselig. Ich finde die nicht gruselig. Aber wer hat sich dieses Piano ausgedacht? Yay, noch mehr Jumpscares. Auch hier kleiner Funfact. Die Chance ist zwar extrem gering, aber es besteht die Möglichkeit, dass ihr in diesem Level eine langsam abgespielte Version der Boo-Lache hören könnt. Wow, what the fuck? Jetzt kommen wir zu dem Aquarium. Was ist das für ein merkwürdiges Zwischenlevel? Du bist sozusagen unter Wasser gefangen. Es gibt absolut keine Möglichkeit, Luft zu holen, es sei denn, du sammelst Münzen ein. Und wenn man aus dem Fenster blickt, dann ist da nur Himmel? Wo sind wir? Weirder Skybox-Choice. Aber das gilt auch für Wet Dry World. Wet Dry World ist nochmal ein super interessantes Thema, weil es auf YouTube dazu ganze Videos gibt über das Thema negative emotionale Aura. Super viele haben darüber berichtet, sich in diesem Level unwohl gefühlt zu haben. Das gilt auch für mich. Man kann es irgendwie schwer erklären. Es liegt auch nicht unbedingt am Level-Design, es liegt einfach nur darum, dass man überhaupt da ist. Warum spielt der Underground-Theme, obwohl man nicht wirklich im Underground ist? Warum fühlt man sich irgendwie so eingeengt? Ist es wegen der hohen Mauern?
verursachten die Platzangst und dann noch diese super weirde Skybox. Man hat herausgefunden, dass es eine verlassene Stadt in Jemen ist. Hä? Dann sieht die bei Mario 64 auch noch so aus, als wäre sie unter Wasser. Apropos Stadt unter Wasser. Wenn man hinter das Gitter kommt und durch einen Tunnel schwimmt, dann ist man wirklich in einem verlassenen Lost Place unter Wasser. Das sind wirklich Gebäude mit Türen und Fenstern. Hat hier jemand gelebt? Wenn ja, leben die noch? Oder sind sie gestorben? Was ist hier passiert? Vor allem ist dieser Lost Place so abgeschottet von der eigentlichen Map, es passt irgendwie nicht zusammen bei Wet Dry World. Ich kann vollkommen verstehen, warum viele bei diesem Level ein bisschen komisches Gefühl haben. Außerdem wirkt irgendwie alles so einsam, auch wenn da ein paar Gegner sind. Die wirken wie Roboter, wie gesagt. Einsamkeit ist ein gutes Stichwort, weil ich finde, man kann es generell auf Mario 64 beziehen. Andere Mario-Spiele fühlen sich so lebendig an, aber bei Mario 64 hat man das Gefühl, konstant alleine zu sein. Wisst ihr, was ich meine? Mario 64 ist ein komisches Spiel. Mit einer komischen und zum Teil sogar gruseligen Atmosphäre. Aber ich finde, genau das macht das Spiel einfach so special. Es ist sehr anders, sehr speziell, sehr eigen. Dadurch hat es einen enormen Wiedererkennungswert. Und unter anderem die Atmosphäre sorgt dafür, dass ein Mythos und eine Creepypasta nach der anderen entsteht. Sei es Alice Real oder Every Copy of Mario 64 is Personalized. So viele Jahre später und ich habe das Gefühl, das Spiel bleibt einfach relevant. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und schreibt unten in die Kommentare eure Gedanken dazu. Die würden mich wirklich mal interessieren. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute.